Schönen guten Morgen und schön, dass du deinen Tag mit diesem energetisierenden Morgen-Yoga-Flow startest. Diese Ganzkörpersequenz ist für alle Level geeignet. Ich werde verschiedene Optionen anleiten, sodass du diese Einheit zu deiner ganz persönlichen Yoga-Einheit gestalten kannst. Mein Name ist Glolin und ich wünsche dir ganz viel Spaß und lass uns fließen. Wir beginnen in der Kindshaltung. Die Knie sind entweder zusammen oder bringe sie mattenbreit auseinander. Dann laufe ganz langsam mit deinen Händen nach vorne und senke deinen Oberkörper Richtung Matte ab. Die Stirn liegt entspannt auf der Matte. Und dann nimm hier ein paar tiefe Atemzüge, um ganz bei dir auf deiner Matte anzukommen. Mit jeder Ausatmung lass alle Anspannung los, gib alles ab und versinke richtig im Moment. Nimm einen ganz tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und vollständig gerne mit einem leichten Seufzer durch den leicht geöffneten Mund aus. Durch die Nase vollständig ein. Und durch den leicht geöffneten Mund aus. Noch einmal so. Und jetzt komme ganz sanft und achtsam hoch in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter deinen Schultern, die Finger weit gefächert und die Zeigefinger parallel zueinander. Die Knie befinden sich unter deinen Hüften. Und wir beginnen mit ein paar Halbkreisen. Bewege deinen Oberkörper mit der Ausatmung über rechts Richtung Füße und mit der Einatmung wieder über rechts nach vorne und dann mit der Ausatmung über links Richtung Füße und mit der Einatmung wieder über links Richtung Hände. Bewege dich hier schön von einer Seite zur anderen, während wir die Handgelenke allmählich aufwärmen. Nun, wenn das für dich gut anfühlt, dann kannst du auch gerne mit dem Oberkörper ein paar Kreise machen. Zuerst in die eine Richtung. Und dann in die andere. Bring die Schultern wieder zurück über die Handgelenke und drehe hier einmal deine linke Hand, sodass der Handrücken auf der Matte aufliegt. Strecke deinen Arm und versuche, den Boden von dir wegzupressen. Halte hier für ein paar tiefe Atemzüge. Wenn du magst, beweg dein Becken ein Stück nach hinten, um dein Handgelenk sanft zu dehnen. Dann drehe deine Hand wieder und für die andere Seite drehe deine rechte Hand, sodass der Handrücken auf dem Boden liegt. Auch hier, wenn du magst, beweg dein Becken ein Stück nach hinten. Atme tief ein und vollständig aus. Dann langsam löst das Ganze wieder auf. Mit der nächsten Einatmung roll die Schultern zurück, lass deinen Bauch sanft fallen, komm in ein leichtes Hohlkreuz, blick nach vorne, behalte hier die Beugung in der Wirbelsäule und lass gleichzeitig dein Becken Richtung Fersen sinken. Und ausatmen, mach deinen Rücken rund und bewege dich wieder nach vorne, bring die Schultern über die Handgelenke. Sehr schön, noch ein paar Mal so. Einatmen, komm in ein leichtes Hohlkreuz, blick nach vorne, Becken zurück Richtung Fersen und ausatmen, rund werden und nach vorne kommen.
Bewege dich noch ein paar Mal ganz synchron zu deinem Atem. Und wenn sich das für dich gut anfühlt und du noch eine Herausforderung möchtest, bring deine Hände ein bisschen weiter nach vorne und während du nach vorne kommst, lege dich mit dem Bauch auf die Matte und finde in die kleine Kobra, heb den Oberkörper und einatmen, presse dich wieder zurück. Ausatmen, komm nach vorne, kleine Kobra, wenn du magst. Und einatmen, zurück. Wiederhole dies noch ein paar Mal. Nun, wenn du das nächste Mal ausatmest, komme zurück in den Vierfüßlerstand, gerade Rücken. Die Hüfte sind über den Knien. Und laufe mit deinen Händen etwas nach vorne und senk die Brust Richtung Matte. Hier kannst du auch gerne deine Unterarme auf der Matte ablegen und die Arme beugen, um ein bisschen mehr Halt in der Position zu finden. Entspanne hier dein Gesicht und spüre die großzügige Öffnung im Brustbereich. Das Gesäß ist über den Knien oder etwas weiter hinten. Auch dies erleichtert diese Position. Und wenn du deine Position gefunden hast, verweile für ein paar tiefe Atemzüge. Und mit dem nächsten Einatmen heb dein Herz, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Hebe dein linkes Knie zur Seite und beginne mit deinem Bein zu kreisen. Kreise ein paar Mal in die eine Richtung und dann wechsel die Seiten, kreise in die andere Richtung und dann strecke dein Bein auf die linke Seite, bring den linken Fuß auf Höhe der Hüfte Richtung Boden. Und bring deine rechte Hand zur rechten Seite, sodass rechte Hand, Hüfte und linker Fuß auf einer Linie sind. Hebe nun deinen linken Arm über deinen Kopf für einen schönen Side-Stretch auf der linken Körperseite. Einatmen, drehe deine Brust sanft auf. Und wenn es für den Nacken angenehm ist, geht der Blick nach oben. Und mit der Ausatmung bring den linken Arm über vorne zu deinem linken Fuß. Bring auch den rechten Arm zum linken Fuß und beuge dich über dein linkes Bein. Das linke Bein, wenn du magst, leicht gebeugt. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung werde richtig schwer. Bring deine Hände zurück nach vorne und finde wieder in den Vierfüßlerstand. Streck dein linkes Bein zurück und den rechten Arm lang nach vorne und finde hier dein Gleichgewicht. Konzentriere dich hier mal auf das Wegschieben deiner Matte und achte darauf, dass deine Körpermitte aktiv ist. Versuch mal, dein Steißbein nach unten zu ziehen und dein Schambein hoch, um Verlängerung im unteren Rücken zu generieren. Der Blick nach vorne, beug deinen rechten Arm nach hinten, beug das linke Bein und entweder bleib hier oder greife mit deiner rechten Hand deinen linken Fuß und presse den Fuß hier in deine Hand. Und ausatmen, löst das Ganze auf, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Hebe jetzt dein rechtes Knie zur Seite und beginne dein Bein zu kreisen. Kreise auch hier ein paar Mal in die eine Richtung
Und dann wechsel die Seiten, kreise in die andere Richtung. Und dann streck dein Bein auf die rechte Seite, bring den rechten Fuß auf Höhe der Hüfte Richtung Boden und die linke Hand zur linken Seite. Auch hier, dass linke Hand, Hüfte und rechter Fuß auf einer Linie sind. Hebe nun den rechten Arm über einen Kopf und generiere Länge in deiner rechten Körperseite. Einatmen, dreh deine Brust sanft auf. Und wenn es für den Nacken angenehm ist, geht der Blick nach oben. Und mit der Ausatmung bring den rechten Arm über vorne zu deinem rechten Fuß. Bring auch den linken Arm zum rechten Fuß und beuge dich über dein rechtes Bein. Auch hier das rechte Bein, wenn du magst, leicht gebeugt. Und mit jeder Ausatmung werde richtig schwer. Bring deine Hände zurück nach vorne und finde in den Vierfüßlerstand. Streck dein rechtes Bein zurück, den linken Arm nach vorne und finde auch hier dein Gleichgewicht. Schieb deine Matte richtig von dir weg und achte darauf, dass deine Körpermitte aktiv ist. Auch hier Schambein hochziehen, Steißbein nach unten, um Länge im unteren Rücken zu generieren. Blick nach vorne, beug den linken Arm, nach hinten beug das rechte Bein und entweder bleib hier oder greife mit der linken Hand deinen rechten Fuß und presse den Fuß hier aktiv in deine Hand. Einatmen hier und mit der Ausatmung löse auf, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Stülp deine Füße um und schieb dein Becken hoch für den herabschauenden Hund. Deine Beine gerne leicht gebeugt, der Kopf ganz schwer und die Fersen müssen hier den Boden nicht berühren. Starte, indem du deine Fersen abwechselnd in den Boden gibst, um deine Beinrückseiten aufzuwärmen. Wenn du magst, beweg deine Hüfte hin und her. Löse je einen Fuß vom Boden. Mach diese Bewegung, die sich für dich in dem Moment gerade gut anfühlt. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Und dann langsam pendel dich in der Mitte ein. Atme einmal tief durch die Nase ein und vollständig durch den leicht geöffneten Mund aus. Gib den Blick nach vorne, beug deine Beine und laufe mit ganz kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte und komm in die ganze Vorbeuge. Entspann den Kopf und den Nacken. Und mit der nächsten Einatmung rolle dich ganz langsam Wirbel für Wirbel hoch und komm in den aufrechten Stand. Bring die Arme über die Seite nach oben, bring die Hände zusammen. Und mit der Ausatmung strecke die Arme nach links, schieb deine Hüfte auf die rechte Seite und spüre die großzügige Dehnung in deiner rechten Körperseite. Wenn du mehr möchtest, überkreuze deinen rechten Fuß hinter den linken. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte. Einatmen, streck deine Arme hoch zur Decke, schenk der Wirbelsäule Länge. Und ausatmen, streck die Arme nach rechts, schieb deine Hüfte auf die linke Seite und spüre auch hier die großzügige Dehnung in deiner linken Körperseite. Auch hier, wenn du mehr möchtest, überkreuze deinen linken Fuß hinter den rechten.
Einatmen hier. Und mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte. Löse deine Finger und streck dich nochmals hoch zur Decke. Und mit der Ausatmung komm in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, gerade Rücken. Die Arme hängen lang nach unten. Und ausatmen, mach mit rechts einen großen Schritt zurück, erde das Knie und bring die Arme über vorne nach oben für unseren tiefen Ausfallschritt. Einatmen hier und mit der Ausatmung beuge deine Arme, bring die Schulterblätter etwas zueinander, öffne die Brust. Und wenn es für die Knie angenehm ist, schieb deine Hüfte nach vorne. Bring die Fingerspitzen zurück zum Boden und bring den linken Fuß etwas weiter nach vorne, sodass du das Bein strecken kannst. Flex den vorderen Fuß und wenn du magst, lass das linke Bein leicht gebeugt. Entweder heb hier dein Herz oder lass dein Oberkörper schwer Richtung linkes Bein sinken. Bring jetzt die rechte Hand ganz zum Boden und mit der Einatmung heb den linken Arm lang nach oben, öffne deine Brust nach links, heb den Blick Richtung Decke. Dann beuge dein linkes Knie, stülp die hinteren Zehen um und heb das hintere Knie an. Und finde hier in den gedrehten Ausfallschritt. Atme tief ein und ausatmen, bring die linke Hand zum Boden und trete zurück in die schiefe Ebene Yoga-Liegestütz. Wenn du magst, bring die Knie zum Boden und presse den Boden richtig von dir weg. Und ausatmen, schieb dich nach vorne, die Ellbogen sind nah am Körper und komm über deinen Weg in Bauchlage. Bring hier deine Unterarme zum Boden. Presse deine Unterarme und die Hände Richtung Boden, während du deine Brust anhebst. Atme tief ein hier. Und mit der Ausatmung komm zurück in den herabschauenden Hund. Atme einmal tief durch die Nase ein und vollständig durch den leicht geöffneten Mund aus. Gib deinen Blick nach vorne und laufe mit ganz kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte und komm in die ganze Vorbeuge. Entspann den Kopf und den Nacken. Und ausatmen, mach mit links einen großen Schritt nach hinten, erde das linke Knie und bring die Arme über vorne nach oben für unseren tiefen Ausfallschritt. Einatmen hier. Und ausatmen, beug deine Arme, bring die Schulterblätter etwas zueinander, öffne die Brust. Und wenn es für das Knie angenehm ist, schieb deine Hüfte nach vorne. Bring deine Fingerspitzen zurück zum Boden. Und bring deinen rechten Fuß etwas weiter nach vorne, sodass du dein Bein strecken kannst. Flex den vorderen Fuß und wenn du magst, lass das rechte Bein gerne leicht gebeugt. Entweder heb hier dein Herz oder lass den Oberkörper schwer Richtung rechtes Bein sinken. Bring die linke Hand ganz zum Boden. Und mit der Einatmung heb den rechten Arm lang nach oben, öffne deine Brust nach rechts, heb den Blick Richtung Decke. Und dann beuge dein rechtes Knie, stülp die hinteren Zehen um
und heb das hintere Knie an. Und finde hier in den gedrehten Ausfallschritt. Atme tief ein und ausatmen. Bring den rechten Arm zum Boden und trete zurück in die schiefe Ebene Yoga-Liegestütz. Wenn du magst, bring die Knie zum Boden, presse den Boden richtig von dir weg. Ausatmen, schieb dich nach vorne, die Ellbogen sind nah am Körper und komm über deinen Weg in Bauchlage. Lass deine Hände dieses Mal unter den Schultern und atme ein, heb den Oberkörper, die Kraft der Arme hilft mit für unsere Cobra. Roll die Schultern zurück, blick nach vorne und mit der Ausatmung komm zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, streck dein rechtes Bein lang nach hinten und ausatmen, mach mit rechts einen großen Schritt nach vorne, nimm gerne deine Hand zur Unterstützung bei, bring die Arme über vorne nach oben, atme ein hier und mit der Ausatmung öffne dich auf die rechte Seite. Die Arme sind lang nach vorne und hinten ausgestreckt. Atme ein hier und mit der Ausatmung dreh dich auf die linke Seite für unseren Krieger 2. Blick nach vorne. Die vordere Handfläche zeigt nach oben. Atme ein, streck den rechten Arm hoch zur Decke und über den Kopf für unseren friedvollen Krieger. Die linke Hand auf dem linken Oberschenkel. Streck hier dein vorderes Bein und mit der nächsten Ausatmung dreh dich windmühlenartig nach vorne. Die rechte Hand kommt aufs rechte Schienbein, das Fußgelenk oder den Boden. Und der linke Arm streckt hoch zur Decke. Der Blick geht nach vorne oder zur linken Hand. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung bring die linke Hand zurück zum Boden und trete zurück in die schiefe Ebene Yoga-Liegestütz. Bleib hier für ein paar tiefe Atemzüge. Und du kannst jederzeit deine Knie zum Boden bringen. Und komm über deinen Weg in Bauchlage. Einatmen, entscheide selbst, ob du lieber wieder in die Kobra magst oder den heraufschauenden Hund. Strecke dazu die Arme und diesmal sind auch Hüfte und Knie vom Boden abgehoben. Der Blick geht nach vorne, atme ein hier und mit der Ausatmung komm zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, streck dein linkes Bein lang nach hinten und ausatmen, mach mit links einen großen Schritt nach vorne, bring die Arme über vorne nach oben, atme ein hier und mit der Ausatmung öffne dich auf die linke Seite. Die Arme sind lang nach vorne und hinten ausgestreckt, atme ein hier. Und mit der Ausatmung dreh dich auf die rechte Seite für unseren Krieger 2. Der Blick geht nach vorne. Die vordere Handfläche zeigt nach oben. Atme ein, streck den linken Arm hoch zur Decke und über den Kopf für unseren friedvollen Krieger. Die rechte Hand auf der rechten Oberschenkel. Und strecke von hier aus dein vorderes Bein und mit der nächsten Ausatmung dreh dich windmühlenartig nach vorne. Die linke Hand kommt aufs linke Schienbein, das Fußgelenk oder den Boden. Und der rechte Arm streckt hoch zur Decke. Der Blick geht nach vorne oder zur rechten Hand. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung bring die rechte Hand zurück zum Boden und trete zurück in die schiefe Ebene Yoga-Liegestütz. Atme ein hier.
Und mit der Ausatmung komm über deinen Weg in Bauchlage. Und einatmen, komm in die Rückbeuge, die dir am liebsten ist. Die Kobra, den heraufschauenden Hund. Roll die Schultern zurück, nach hinten und unten. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung komm zurück in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung streck dein rechtes Bein lang nach hinten und beug dein Bein. Öffne so die Hüfte. Blick nach vorne und mit der Ausatmung bring das rechte Knie Richtung rechten Ellbogen. Wenn du magst, erde das rechte Knie. Strecke dein linkes Bein lang nach hinten für unsere Taube. Wenn deine rechte Hüfte stark erhöht ist, kannst du dich auch gerne auf ein Kissen oder eine gefaltete Decke setzen. Und dann langsam laufe mit deinen Händen nach vorne und lass den Oberkörper schwer Richtung Matte sinken. Lass hier mal alles ganz schwer werden. Gib alle Anspannung ab. Du hast den anstrengenden Teil dieser Sequenz schon gut überstanden. Nimm noch einen ganz tiefen Atemzug ein und vollständig aus. Und dann langsam laufe mit deinen Händen Richtung Beine, heb den Oberkörper an. Setze dich auf deine rechte Gesäßhälfte und schwing dein linkes Bein nach vorne und überkreuze das linke Fußgelenk über das rechte Knie. Stelle den linken Fuß also rechts vom rechten Knie ab, hebe die Brust und greife hier dein linkes Knie, um es in die richtige Position zu bringen. Bring jetzt deinen rechten Arm um das linke Bein. Stell die linke Hand hinter dir zum Boden und mit der Einatmung mach deine Wirbelsäule richtig schön lang und mit der Ausatmung dreh dich ein bisschen mehr auf. Der Blick geht über die linke Schulter. Dann komm zurück zur Mitte, dreh dich nochmals kurz auf die andere Seite, bring dazu beide Hände rechts von dir zum Boden, atme ein. Und mit der Ausatmung lass deine Hände so wie sie sind und mach dich bereit, um wieder auf deinen Füßen zu stehen. Dazu bewege die Füße leicht, heb deine Hüfte an und dreh dich weiter nach rechts, während sich deine Beine im Halbkreis drehen und du landest in deiner stehenden Vorbeuge. Löse die Hände vom Boden. Von hier aus bring deine Hände etwas weiter nach vorne für den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung streck dein linkes Bein lang nach hinten und beug dein Bein. Öffne so die Hüfte. Und mit der Ausatmung bring das linke Knie zum linken Ellbogen. Erde das linke Knie. Strecke dein rechtes Bein lang nach hinten für unsere Taube. Und wenn hier deine linke Hüfte stark erhöht ist, kannst du dich auch gerne auf ein Kissen oder eine gefaltete Decke setzen. Und dann langsam laufe mit deinen Händen nach vorne. Lass den Oberkörper schwer Richtung Matte sinken. Und finde hier Ruhe und Entspannung. Nimm noch einen ganz tiefen Atemzug ein und vollständig aus. Und dann langsam laufe mit deinen Händen Richtung Beine, heb den Oberkörper an, setze dich auf deine linke Gesäßhälfte und schwing das rechte Bein nach vorne
und kreuze das rechte Fußgelenk über das linke Knie. Stell den rechten Fuß links vom linken Knie ab. Heb die Brust, greife hier dein rechtes Knie und bring es in die richtige Position. Bring jetzt deinen linken Arm um das rechte Bein und stell die rechte Hand hinter dir zum Boden. Mit der Einatmung mach deine Wirbelsäule richtig schön lang. Und mit der Ausatmung dreh dich ein bisschen mehr auf, der Blick geht über die rechte Schulter. Dann komm zurück zur Mitte, dreh dich nochmals kurz auf die andere Seite, bring beide Hände links vor dir zum Boden, heb deinen Brustbereich und generier ganz viel Länge. Atme ein. Und mit der Ausatmung lass deine Hände so, wie sie sind und mach dich bereit, um wieder auf den Füßen zu stehen. Dazu bewege die Füße leicht, heb deine Hüfte an und dreh dich weiter nach links, während sich deine Beine im Halbkreis drehen und du landest in deiner stehenden Vorbeuge. Löse die Hände vom Boden und von hier aus bring deine Hände etwas weiter nach vorne für den herabschauenden Hund. Atme tief ein hier und mit der Ausatmung komm in die schiefe Ebene Yoga-Liegestütz. Einatmen hier und mit der Ausatmung komm über deinen Weg in Bauchlage. Die Arme sind entspannt neben deinem Körper und hebe jetzt deine Beine an. Dann heb deine Arme und zum Schluss hebe den Oberkörper. Der Blick geht nach vorne und wenn das sehr herausfordernd ist, kannst du auch immer deine Hände für mehr Stabilität zum Boden bringen. Rolle deine Schultern zurück, um dein Herzbereich schön zu dehnen. Und langsam löst das Ganze auf. Bring deine Unterarme vor dir zum Boden, leg deinen Kopf entspannt auf den Armen ab. Beweg deine Hüfte von rechts nach links, um deinen unteren Rücken zu lockern. Und dann bring deine Hände unter die Schultern und komme hoch in den Vierfüßlerstand. Und von hier aus lass dein Becken schwer Richtung Fersen sinken. Die Hände sind lang ausgestreckt, die Stirn liegt entspannt auf der Matte. Für unsere letzte Haltung für heute, der Kindshaltung. Lass jetzt alle Anspannung in deinen Muskeln los. Und wenn du deine Handgelenke und Schultern jetzt gut spürst, entspanne mal bewusst diesen Bereich. Lass deine Arme richtig schwer Richtung Boden sinken. Der Bauch ist ganz weich. Und genieße hier einen Moment Stille. Ganz für dich. Und dann vertiefe deinen Atem. Kreise die Handgelenke. Und komme ganz langsam und achtsam ins Sitzen. Die Hände noch entspannt auf dein Oberschenkel. Die Augen gerne sanft geschlossen.
Dann atme ein, zieh deine Schultern hoch zu den Ohren. Baue hier noch ein bisschen Spannung auf, halte sie dort. Und mit der Ausatmung langsam löse die Schultern ganz entspannt nach hinten und unten. Lass alles los, was in deinen Schultern festsitzt, damit du mit einem richtig leichten Gefühl in deinen Tag starten kannst. Und wenn du magst, setze dir für den heutigen Tag gerne eine Intuition. Nimm dir bewusst Zeit, um deine Intuition festzusetzen. Und wenn du bereit bist, öffne sanft deine Augen. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss mitgemacht hast. Vielen Dank für deine Zeit und Energie. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen und dich schon ganz bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Claudine.